und herzlich willkommen zurück an Bord der Nikovision zum zweiten Vlog unserer Flussreise von Passau bis nach Budapest und zurück. Ja, und im Moment befinden wir uns im Anlauf auf die österreichische Hauptstadt Wien. Dieser Vlog wird sich jetzt 2 Tage lang um unseren Besuch in Wien drehen. Im Moment sind wir, wie gesagt, in der Anfahrt auf die letzte Schleuse vor Wien und nach dem Abendessen heute Abend werden wir dann mit der U-Bahn in die Innenstadt fahren, uns die ganzen Sehenswürdigkeiten bei Nacht anschauen. Ja, und morgen geht dieser Vlog dann natürlich für euch weiter. Da werden wir euch dann mitnehmen, einmal nach Schönbrunn. Wir werden uns also das berühmte Schloss anschauen. Wir werden uns, wenn die Zeit noch reicht, ja auch den Tiergarten anschauen. Ja, und außerdem schauen wir noch kurz auf den Prater vorbei. Also ich denke, es wird auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte werden. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, und jetzt gehen wir erstmal Abendessen und schauen, was es dort gibt. Ja, ihr Lieben, und zurück vom Abendessen aus dem Bedienrestaurant. Was soll ich sagen, es hat uns einmal mehr wirklich gut geschmeckt heute Abend. Schön hier an Bord ist, dass man oft die Auswahl zwischen mehreren Gerichten pro Gang hat. Und so konnten wir heute Abend ebenfalls wieder wählen. Ja, zur Vorspeise gab es entweder geräuchertes Forellenfilet oder einen Gourmetblattsalat. Ich hatte die Forelle, Tine hatte den Salat. Ja, beides war wirklich sehr lecker. Als Suppe hat man wählen können zwischen einer Entenfleischessenz und einer Maiscremesuppe. Ja, und wir haben uns dann für die Maiscremesuppe entschieden. Die war auch wirklich sehr lecker, sehr gehaltvoll, auch mit so Brotwürfeln, die drin waren und einem schönen Suppenfleisch. Also wirklich sehr, sehr lecker, sehr, sehr herzhaft. Ja, war wirklich schön. Ja, an den Hauptspeisen gab es wieder verschiedene Möglichkeiten. Einmal gab es geschmorte Ochsenbäckchen, für die man sich entscheiden konnte. Dann gab es einen Fisch, John Dory, und es gab ein Basilikum-Risotto. Ja, ich habe mich für die geschmorten Ochsenbäckchen entschieden. Sehr, sehr lecker mit Ratatouille, Polenta und einer schönen Rotweinjus. Und Tine hatte den Fisch, auch der hat ja wirklich sehr, sehr gut geschmeckt. Ja, dann gab es noch das Dessert, auch da hat man wieder die Wahl. Nämlich einmal zwischen Creme Karamell und einmal frischen Früchten. Für Tine gab es die Creme Karamell, für mich gab es die frischen Früchte und auch da war beides sehr gut. Also von daher, ja, wir sind jetzt satt und gestärkt und voller Tatendrang und deswegen gehen wir jetzt mit euch mit der U-Bahn in die Innenstadt und schauen uns Wien bei Nacht an. Viel Spaß! Willkommen im Zentrum von Wien. Wir sind jetzt am Stephansplatz ausgestiegen und ihr habt es ja gerade eben vielleicht auch im Video gesehen. In diesen Zeiten mit hohen Infektionszahlen empfiehlt es sich auf jeden Fall, mit einer Schutzmaske U-Bahn zu fahren. Ja, aber das hat sehr gut funktioniert und jetzt schauen wir uns mit euch die Stadt bei Nacht an. Viel Spaß! Ja, und das Eis hier ist es dann geworden, wie ihr seht. Ich habe jetzt einfach schon angefangen zu essen. Ich hatte gar nicht daran gedacht, dass ich das Ganze noch filmen will. Ja, also wie gesagt, mit typischen Sorten, die es eben hier in Österreich gibt. Marillen zum Beispiel oder Topfen. Also ja, schmeckt wirklich extrem gut. Also das könnt ihr euch auf jeden Fall merken. Eissalon, Tuchlauben ist definitiv ein Besuch wert. Die Preise sind auch übrigens sehr fair. Tine, deine Meinung zum Eissalon Tuchlauben? Ja, ich finde es sehr lecker. Also ich habe ein ganz tolles Eis erwischt. Und damit endet unser Rundgang durchs nächtliche Wien und wir hoffen natürlich, es hat euch genauso gut gefallen, wie es uns gefallen hat. Ja, wir gehen jetzt gleich zurück zum Schiff und dann erstmal ins Bett. Der Tag heute war lang und morgen geht es auch wieder früh raus. Dieser Vlog hier, der geht gleich für euch weiter, von daher bleibt einfach dran. Wir gehen kurz schlafen und sind dann gleich wieder für euch da. Macht's gut, gute Nacht und bis morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen aus Wien, ihr Lieben. Wir haben wunderbar geschlafen. Gerade eben waren wir jetzt auch schon wieder frühstücken im Bedienrestaurant. Ja, und der Service war einmal mehr extrem schnell heute Morgen. Also es hat wirklich Spaß gemacht, hier heute Morgen zu frühstücken. Jetzt geht's für uns gleich raus in die Stadt. Wir sind einmal mehr auf eigene Faust unterwegs. Und zuerst geht's mit der U-Bahn zum Praterstern. Dort werden wir den Prater anschauen. Insbesondere natürlich das Wiener Riesenrad, ein Wahrzeichen der Stadt. Und dann geht's weiter nach Schönbrunn, dem UNESCO-Weltkulturerbe, dem berühmten Schloss hier in Wien. Ja, und wenn wir noch etwas Zeit haben, dann schauen wir uns auch noch den Tiergarten an. Also ihr seht, volles Programm heute. Wir freuen uns darauf, euch wieder mitzunehmen. Da würde ich mal sagen, auf geht's und viel Spaß. Und am Prater angekommen. Mit der U-Bahn war das jetzt total leicht zu erreichen. Das ist gerade mal eine Station von den Schiffsanlegern weg. Ja, und wir schauen uns jetzt mal das Riesenrad mit euch an. Auf dem Wiener Prater und das ließ sich trotz Corona wirklich sehr gut machen. Die Kabinen werden nur mit wenigen Fahrgästen besetzt, es wird nach jeder Besuchergruppe neu desinfiziert. Ja, und die Fenster sind auch die ganze Fahrt über offen, das heißt, in der Kabine ist die ganze Zeit ein entsprechender Luftzug vorhanden. Also ja, man kann das wirklich sehr gut machen. Der Ausblick vom Riesenrad ist wirklich toll und an sich die Fahrt mit diesem altehrwürdigen Gerät ist auch wirklich sehr beeindruckend. Ja, und für uns geht es jetzt weiter nach Schönbrunn. Ja, ihr Lieben, und angekommen auf Schloss Schönbrunn mit seinen zauberhaften Gartenanlagen. Und die schauen wir uns jetzt gemeinsam mit euch an. Viel Spaß! Wir haben noch ein bisschen Zeit übrig und deswegen geht es jetzt in den Tiergarten. Schön im Tiergarten. Wir haben auch einen Panda-Bären gesehen. Da habe ich mich natürlich gefreut. Das fand ich sehr schön. Jetzt gehen wir wieder zurück aufs Schiff. Ja,
Ja, ihr Lieben, wir sind zurück an Bord. Für uns geht es erstmal unter die Dusche und für euch gibt's einen Timelapse vom Ablegen. Viel Spaß dabei. Wie ihr seht, ist es mittlerweile Abend geworden. Ja, und wir waren nach dem Auslaufen dann erstmal beim obligatorischen Fiebermessen. Das wird ja einmal am Tag an Bord für alle Passagiere verpflichtend und kontaktfrei durchgeführt. Ja, die ganze Geschichte dauert immer nur so ein paar Sekunden und ist also wirklich keine große Einschränkung im Reiseerlebnis. Danach sind wir dann zum Abendessen ins Bedienrestaurant gegangen. Ja, und da hatte man auch wieder die Auswahl zwischen verschiedenen Gerichten pro Gang. Und wir haben uns heute Abend für Folgendes entschieden. Wir hatten als Vorspeise eine Schwein- und Hirschterrine, die war wirklich ausgesprochen lecker und auch sehr gefällig präsentiert. Dann hatten wir als Suppe eine Wurzel-Sellerie-Creme, auch die war wirklich sehr, sehr gut. Es gab da knusprige Croutons drin, man hat richtig schöne Stücke an glatter Petersilie gehabt, die man beim Essen rausgeschmeckt hat. Das war wirklich sehr, sehr schön und auch der Salzgrad hat wirklich sehr gut gepasst. Als Hauptgang hatten wir uns für das Wiener Schnitzel entschieden und das war auch wirklich so, wie es sein sollte. Es war ein Kalbsschnitzel und eben kein Schweineschnitzel. Es wurden Preiselbeeren dazu serviert, wie das in Wien eben typisch ist. Ja, und es gab Bratkartoffeln dazu, also wirklich sehr, sehr lecker. Und auch die Panade hat absolut gut gepasst. Die war schön knusprig, die hat Blasen geworfen. Ja, so muss ein Wiener Schnitzel aussehen und das haben sie heute Abend hier an Bord wirklich gut hinbekommen. Ja, als Dessert hatten wir dann ein Schokoladentörtchen mit flüssigem Kern. Ja, und was soll ich sagen, auch das da wirklich ausgesprochen lecker. Ja, ihr Lieben, und das war's dann auch für heute. Falls es euch gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, sehr gerne auch ein Abo. Ja, morgen geht's dann mit dem Vlog zu Budapest weiter. Auch dieser Vlog wird sich dann wieder über die komplette Liegezeit erstrecken, also über die anderthalb Tage, die wir dann in Budapest sind. Wir haben wieder eine ganze Menge mit euch vor und ich glaube, da könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Euer Chris von Kreuzfahrtsüchtig.